Hallo Leute und willkommen hier bei Me Applecat und bei einem kleinen nächtlichen Spaziergang. Ja, ihr seht schon, es ist verdammt dunkel hier. Ich bin hier mal unterwegs mit einer Taschenlampe, die ich auf dem Kopf trage, und ich aktiviere die direkt mal. Und dann könnt ihr auch ein klein bisschen was sehen, denn dann wird es hier auch ein bisschen heller insgesamt. Wenn ich so ein bisschen mal hochschalte, kann man sehen, ja, jetzt ist hier ein bisschen was auch zu erkennen. Und ich habe hier auch die Hände frei. Einmal bin ich hier am Filmen und einmal habe ich hier die Hand völlig frei und kann trotzdem schön was sehen. Denn das funktioniert mit der Sofirn SP40. Das ist eine Stirnlampe und ja, die macht ordentlich hell. Ihr seht, ich habe hier gerade schon mal die hohe Helligkeitsstufe an. Wenn ich hier mal reinleuchte, kann man es sehen. Ich kann hier durchschalten zwischen einer sehr niedrigen Helligkeitsstufe. Das ist diese hier, da könnt ihr meine Hand noch gut erkennen. Aber hier so die Weitsicht ist da schon eingeschränkt. Ich kann hochschalten auf die mittlere Helligkeitsstufe. Dann kann man hier schon ein bisschen mehr sehen. Und hier nah ist es schon sehr, sehr hell. Und ich kann auf die hohe Helligkeitsstufe nochmal wechseln. Dabei kann man schon hier eine ganze Menge erkennen, wenn ich rumlaufe. Aber es geht auch noch maximal. Mit Doppelklick wird es dann hier richtig hell. Und ich kann hier wunderbar weit dann nochmal filmen, bis zu 136 Meter weit. Und das Besondere ist eben, dass das hier eine Stirnlampe ist. Und das könnt ihr hier nochmal erkennen, ja, so ein bisschen zumindest, dass das hier ziemlich hell leuchtet, aber nur an meinem Kopf, denn ich habe hier die Stirnlampe aktiviert und habe hier auch den Lichtschalter dran, wo ich dann zwischen den verschiedenen Lichtstufen hin und her schalten kann. Ja, wollte ich euch auch mal zeigen. Wir haben ja schon eine ganze Menge Taschenlampen getestet hier und das ist mal was anderes, dass wir hier so eine Stirnlampe jetzt eben dran haben. Aber die kann man nicht nur so als normale Stirnlampe benutzen, sondern man kann sie auch abnehmen und ja, als Handtaschenlampe benutzen. Die maximale Helligkeitsstufe liegt hier bei 1200 Lumen und wie gesagt bei 136 Metern. Und die ganze Lampe hier ist auch noch ein bisschen wasserdicht. IPX7, das heißt 1 Meter untertauchen für maximal 30 Minuten, kann die auch noch abhaben. Ist doch eine coole Sache, oder? Finde ich schon. Und die schauen wir uns jetzt noch mal ganz genau aus der Nähe an. Und wir sind zurück im Studio und ihr könnt mal erkennen, wie die SP40 hier aussieht. Das hier ist die Kopfhalterung. Das sind alles Gummibänder und die kann man auch noch hier in der Größe dann einstellen, dass das für jeden Kopf passend ist. Und die SP40, die wird hier einfach nur eingeschoben. Das Ganze hier vorne ist auch eine flexible Gummihalterung oder so eine Silikonhalterung. Und da wird hier einfach nur hier durchgesteckt. Aber ich nehme sie mal raus, denn wir wollen uns die Lampe ja mal ganz genau anschauen. Und da hätten wir das gute Stück. Man kann hier sehr schön erkennen, wo diese Halterungen hier drüber laufen, dass da extra keine geriffelte Fläche ist, keine Grifffläche, sondern dass da sehr schön hier die Halterungen dann auch drüber passen und dass man die einstellen kann. Wir haben einmal noch die Besonderheit, dass man die Taschenlampe nicht so benutzt, also dass sie nicht ganz normal nach vorne leuchtet, sondern dass sie abgewinkelt hier leuchtet, eben dafür, dass man die dann auch gut am Kopf befestigen kann. Eingebaut haben wir hier eine LED, so eine Cree-LED, wie gesagt, bis zu 1200 Lumen schafft die hier in der Maximalhelligkeit. Hier oben haben wir den einzigsten Schalter, der an der Lampe dran ist. Wenn ich den mal drücke, dann wird hier immer die zuletzt eingeschaltete Leuchtstufe direkt aktiviert. Und wir haben hier ein kleines Blinklicht oben dran. Das dient auch dazu zu erkennen, wenn man die Lampe auflädt, ja, ob sie nun voll ist. Oder sie zeigt dann eben auch an, wenn der Akku leer geht, dann ist hier alles sehr, sehr schnell am Blinken. Durchgeschaltet wird dann einfach nur hier durch Halten auf dem Knopf. Und dann geht dann niedrige, mittlere und hohe Stufe. Die werden dann immer hier durchgeswitcht. Und wenn man die ganz hohe Stufe haben möchte, dann macht man einfach einen schnellen Doppelklick drauf und hat hier die Maximalhelligkeitsstufe von 1200 Lumen dann aktiviert. Eingebaut ist hier natürlich auch ein Akku, der geladen wird durch Micro-USB. Hier hinten haben wir den kleinen Deckel oder die kleine Abdeckung. Und wenn ich die mal hochnehme, könnt ihr hier den Micro-USB-Eingang sehen. Ein Kabel wird mitgeliefert, kann man überall laden, wo man sein Handy zum Beispiel dran aufladen kann. Handy-Ladegerät, USB-Steckerchen. Und dann ist das hier gar kein Problem. Wichtig, nochmal ordentlich zumachen, damit wir auch die IP-Zertifizierung nicht verletzen, damit hier kein Wasser eben reinkommt.
Die Lampe ist sehr schön klein und kompakt. Ihr seht, man kann die auch gut hier so in der Hand halten und dann die auch als Handlampe benutzen. Ein schönes, kleines, leichtes Teil aus Aluminium komplett gefertigt. Und ich schraube mal hier hinten nochmal die Kappe runter, damit wir sehen können, was hier für ein Akku drin steckt. Denn das ist wieder ein schöner, kleiner, dicker Akku. Ihr seht, so für ein Rechargeable ein 3000 mAh großer Akku, der hier mit eingebaut ist. So, und das hier kann man natürlich noch mal ein bisschen weiter auseinanderschrauben. Wir können diese komplette Handhülse hier runternehmen. Da seht ihr noch mal hier die Feder, die dann auch die Verbindung zum Akku herstellt und dass das hier alles komplett aus Aluminium gefertigt ist. So, ich schraube sie noch mal flott zusammen und erzähle euch derweil, wo ihr das Teil kaufen könnt. Das ist natürlich bei Amazon erhältlich, kostet auch gar nicht mal so viel, so zwischen 35 und 40 Euro liegt das gute Stück hier. Und wer öfters mal so spazieren geht, zum Beispiel mit dem Hund, und hätte dabei gerne die Hände frei, wenn es morgens noch dunkel ist, zum Beispiel, der kann hier sowas wirklich gut benutzen. Ist eine feine Sache und ich habe es ja schon gesagt, wir haben hier auch noch eine IP-Zertifizierung. Das heißt, das gute Stück ist wasserdicht, bis zu einem Meter Tiefe für 30 Minuten. Also Leute, eine schöne kleine Taschenlampe, mal etwas anderes wie sonst, kann man sich an den Kopf schnallen, macht schön hell. Ja, feine Sache. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und ihr findet den Link natürlich hier unten in meiner Videobeschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.